Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Wings Club. Beinahe mal sind wir hier stehen geblieben, als wir gerade von Wolkenturm zurückgekehrt sind mit unseren Eltern, also BZW mit Wings, mit Plums Eltern gesprochen haben. Quasi. Als Blumen halt, logischerweise. Ja. Und was soll ich sagen? Wir haben diese zwei Aufgaben hier. Finde Buch für Griselda und Minotaurus für Muser haben wir abgeschlossen, quasi. Aber die haben wir jetzt schon gefunden, Sachen. Ja, das andere Problem, oder was heißt anderes Problem? Die andere Sache ist, die Tricks sind hier. Und damit meine ich nicht den Schokoriegel-Tricks, sondern die Hexen, ne? Die Tricks. Also, ich nuschel halt ein bisschen. Was soll ich machen? Aber die Hexen halt. Darcy, Stormy und Icy. Warum denn nicht Icy zuletzt? Weil die immer so, wie soll ich sagen, besonders egoistisch ist. Und das passt dann auch, wenn man sie zuletzt nennt. Dann fühlt sie sich wahrscheinlich auch noch am besondersten. Gut, nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir gehen rein und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Die Hexen, was machen die hier? Wir werden es niemals finden. Es muss hier irgendwo sein. Der Kompass irrt sich nicht. Das Drachenfeuer ist in Alphea. Wir wissen, dass es nicht in Stellas Ring steckt. Wo also könnte es sein? Das Signal ist gerade stärker geworden. Hey! Was macht ihr hier? Na, wenn das nicht unsere kleine Feenfreundin ist. Du hättest im Bett bleiben sollen. Darcy, kümmer du dich um das Problemchen hier. Mit Vergnügen. Au! Upsi. Oh! Was ist jetzt los hier? Au! Hallo? Au! Ups, Scheibengleiter, bin aus dem Spiel geklickt. Ah, gut. Es ist das Drachenfeuer. Es war nie in dem Ring. Diese kleine Fee. Gehen wir. Der ganze Lärm hat sich ja jemanden aufgeweckt. Sachte Griselda. Blum, was ist hier passiert? Ich bin mir nicht sicher. Die Hexen... Hexen? Mhm. Ja, die Energiespuren scheinen... Blum, behalte das für dich, bis wir uns unterhalten können. Geh jetzt zurück auf dein Zimmer und versuche ein wenig zu schlafen. You will find me when you find yourself. Your destiny awaits you. What do you mean, my destiny? Take my hand, Blum, and prepare for the journey. The journey? What are you talking about? Prepare. What? Prepare for what journey? For starters, the journey out of bed, sleepyhead. So, und jetzt sollte eigentlich wieder relativ normal sein. Was ist denn Kito? Aber damit haben wir doch hier immer... Guten Morgen, Schlafmütze. Ach so. Hallo Mädels. Was ist los, Blum? Oh, nichts. Ich bin bloß ein wenig müde. Du hast diesen Ausdruck auf dem Gesicht. Es ist Brandon. Tja, ich habe schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört. Du solltest ihn anrufen. Er würde sich bestimmt freuen, deine Stimme zu hören. Ruf an und verabrede dich irgendwo mit ihm. Von Angesicht zu Angesicht, das ist immer besser. Ich weiß den perfekten Ort. So, ist Kiku jetzt auch wieder da? Okay, wir wollen erst mit dem User. Ah, okay. Ist gerade optional wieder nicht möglich. Jetzt ärgert es mich irgendwie noch mehr gerade, dass manche Sachen optional gerade wieder nicht funktionieren oder nicht möglich sind. Ja, das speichern wir mal ganz kurz.
ja auch sagen können, nein, ich speichere jetzt nicht nochmal und mach nochmal, weil das eben so ganz komisch verbuggt war. Aber das muss ja nicht. Aufbeschwören. So, kann ich jetzt nochmal. Schön. Also, Wolkenturm, Bibliothek. Oh Gott, ich brauche eigentlich nichts sammeln. Ich meine, am Ende habe ich sowieso wahrscheinlich viel zu viel. So. Die wichtigste Kiste ist nur die, ja, sagen wir so am Ende. Da konnten wir vorher nicht ran. Hintergründe da vom Schalter finde ich auch interessant. Schön. Einfach schon mal weiter klettern. Können wir einfach ganz hoch? Es geht aber doch relativ flott im Gegensatz zum letzten Part, wo ich erstmal hier rausfinden musste, wie und wo ich da herumheben muss. Ne? Und ich versuche auch zu vermeiden, sagen wir mal, Runterfallsituationen zu erzeugen. Oder Herabfallsituationen, könnte man sagen. Okay, falls ihr es merkt, ich bin immer noch leicht, ja, verschnieft. Da ich jetzt einfach mal... Nein! Was sollte denn das? Ach komm! Das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Das war jetzt unfair. Das war jetzt ein unnötiger Absturz, weil halt irgendwie... die Kamera und alles weitere nicht mitgespielt hat. Oh, naja gut, wir schaffen das relativ flott hoch wieder. Was wollte ich gerade sagen? Jetzt habe ich sowieso vergessen, was ich sagen wollte. Achso, ja doch, hier. Ich bin halt immer noch ein bisschen verschnupft und verkratzt im Hals.
von der Erkältung, aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich meine, so schlimm ist die Erkältung dann am Ende auch nicht mehr ausgeprägt. Aber natürlich ist sie natürlich immer noch existent. Das heißt, zweimal natürlich. Entschuldigung. Einmal drehen, dann oben, einmal drehen. Es tut mir kurz, sorry Leute. Und, hab ich mich doch verrechnet. Du hast dreimal drehen und dann oben zweimal. Hoppla. Wenn man kurz aufs Folgen nicht auf dem Bildschirm guckt, ne? Ja. So. Kamera, was soll denn das? Da hätte ich doch eine starre Kamera am liebsten. Einfach den ganzen Kram etwas skippen. Out.
Gibt nicht oben noch einen Safe Spot? Warte mal. Da, genau. Hier wurde gespeichert. Ja, bitte. Und einmal bis zum zweiten Tisch vor. Dann können wir uns eventuell heilen. Ansonsten müssen wir halt auf Glück hoffen. Musste ich doch nicht den Death and Again Try machen. Das ist ja schon mal wenigstens eine positive Entwicklung. Und alles nur für eine Kiste, ne? Ich sag's euch. Also was, dann machen wir auch nochmal die hier. Mach doch noch schneller, ey. Sehr schön. Also an Sternen kann und darf es uns eigentlich nicht mangeln. Ja, mach auf. Sonst nichts weiter, ne? Gut. Das heißt, das war nur, ja, eigentlich ein Zusatz von Kiste, die ich nicht benötigt hätte. Schade. Und so an sich habe ich, glaube ich, auch nichts Besonderes mehr gefunden hier drin, ne? Also nichts weiteres Besonderes. Das heißt, wir können eigentlich schon wieder zurück. Für und an sich finden wir hier auch so nichts, wo gesagt wird, wird benötigt. Schade. Hätte gedacht, dass wir jetzt noch irgendwas Besonderes finden. Aber nee. Zurück nach Alfea. Und jetzt gehen wir noch einmal in den Schwarzwaldsumpf. Das ist aber auch das letzte Mal, dass wir hier hingehen. Warum? Naja, ich habe wieder was übersehen gehabt. Genau genommen zwei Sachen übersehen gehabt. Diese ich jetzt, ja, nachhole. Ist aber auch ein bisschen fies, muss man dazu sagen. Und nein, es sind nicht die Juwelen gewesen, die am fiesesten versteckt waren. Und in dem Fall eigentlich... tatsächlich hier. Man muss es auch erstmal entdecken, bin ich ganz ehrlich. Aber hier ist auch noch eine Kiste. Wird vermutungsweise jetzt auch nichts Besonderes sein. Streich das. Es ist ein weiterer Lebenskern. Womit wir somit jetzt schon 10 von 25 haben. Ich meine, wir haben die Juwelen 180 und die Kerne 14. Und diese Lichtfliegen 10, meine ich. Also die Glühwürmchen sind 10. Also sind wir schon etwas über der Hälfte. Ne? So, und was ich hier auch noch vergessen habe,
deswegen bin ich auch noch mal hergegangen. Es gibt hier in dem... ja, sagen wir mal vorderen Abteil, nennen wir es mal. Noch eine Besonderheit. Das war nicht die Springtaste. Okay, wir sind schon ziemlich stark geworden, dass wir hier mit zwei Hits wegmachen. Ja, wir sind hier ein paar Mal dran vorbeigelatscht, weil die Kamera immer so schnell wegschwenkte. Verzeiht es mir bitte. Das war eigentlich auch schon alles, was wir hier, ja, versäumt haben, würde man sagen. Und ja, deswegen mussten wir nochmal hierher. Vermutungsweise würde ich sagen... Vermutungsweise würde ich sagen, ist das auch mit der nervigste Kram, den wir übersehen haben. Weil, wie kann das bitte schon angehen, dass wir das übersehen? Also, versteht ihr? Das erklärt sich mir nicht. Naja, jedenfalls können wir theoretisch gesehen Muser jetzt auf jeden Fall die Seite bringen. Und ihr, sofern sie sprechen würde, das Buch, aber sie tut nicht mit uns sprechen. Können wir zumindest Muser ihre Seite jetzt geben? Geht das? Ist uns das vergönnt. Und vorhin können wir wieder mit Kiko beten. Nee, sind alle versammelt. Wo ist Kiko? Okay, also müssen wir vorher missionsrelevante Sachen noch erledigen, damit wir neben missionsrelevante Sachen noch erledigen können und dürfen. Ich vermute auch, dass die Kleiderfee, nenne ich sie jetzt mal, nicht auf die Idee kommt zu sagen, hey, hier, komm mal her, oder? Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Warte mal kurz. Cool, wir kriegen ein neues Outfit. Hier, bitte. Danke, Luma. Und auch nicht so spät. Hallo, Bloom. Hast du irgendwelche interessanten Sachen gefunden, die ich benutzen könnte? Nein, noch nicht. Tja, ich brauche immer noch was Cooles, um mich zu inspirieren. Wenn du was findest, dann bring es mir und ich kann noch ein Kleid fertig schneidern. Okay. Oh, gegen ein paar Edelsteine würde ich dir vorläufig auch eines der fertigen Kleider geben. Dann gucken wir mal nochmal in ihre Outfit-Kollektion rein. Wir können jetzt das, ich nenne es jetzt mal Safari-Outfit nehmen. Wir könnten die Schuluniform nehmen. Wir könnten die Eleganz-Kostüm nehmen oder das Blumenkind-Kleid. Ich bin aber ganz klar irgendwie für die Schuluniform, auch wenn es halt keine da gibt. Irgendwie ist das mehr oder minder ein kleiner Muss. Ja, eins, zwei, drei sind dann noch drei sind dann noch verbleibend. Und ich würde sagen, wir gucken aber mal im Absolut-Mode. Also ich bin vielleicht auch darüber Start und so das machen. Ja. So, Freizeitkleidung, mein Sternendienst. Okay. Ballkleid, Seidenkleid anziehen. Und dann geblümtes Winterkleid, Handschuhe, Stiefel, Mütze. Ich bin gegen jede Art von schlechtem Wetter gewappnet. Das haben wir also auch direkt mit freigeschaltet. Sehr schön. Weil ich hatte auch in den Zimmern von denen so eine Schneeflocke. Wahrscheinlich hat sie das auf die Idee gebracht. Vermute ich jetzt mal. Jedenfalls für diese Kleidung braucht Luma ein Drachenschuppe. Grüne Kristall. Und Spinnenspiegel. Melodie Halskette. Okay, das sind noch vier mögliche Sachen. Okay. Was mich jetzt aber fast schon wundert. Okay, wo ist es jetzt? Genau, wir bleiben ja bei dem hier. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu Griselda. Und danach können wir dann weitere Nebenmissionen einfach erledigen. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass wir halt einfach zu Griselda müssen. Ich kann natürlich noch trotzdem mal hier reingucken. Ich meine, es war auch nicht intelligent, dass wir den Weg hier offen gelassen hatten, ursprünglich. Der ist einfach immer noch offen.
Interessant. Na gut. Einmal bei ihm hier vorbeischauen. Hallo, Blue. Nein, noch nur weiter. Nichts weiter Interessantes gerade. Gut, dann gucken wir mal, dass wir eben schnell ein paar freischalten. Gerade in der Tatsache her, dass wir schon wieder sehr viele gesammelt haben, ist es uns vergönnt. Und es sind halt wieder mal zwei der Wings. Einmal Tekna in drei verschiedenen Optiken und Posen. Ist sogar in drei verschiedenen Outfits, wenn man wahrnimmt. Also das Standard-Outfit, würde man sagen, einmal ihre Wings-Verwandlung und dann noch ein Freizeitkleid, würde ich sagen. Irgendwie sieht es aus, als hätte sie ihr linkes Bein gebrochen. Also so nach, ziemlich nach außen gebogen. Aber gut. Ich bin nicht der Zeichner. Dann einmal natürlich darf nicht fehlen Stella. Auch wieder im Wings-Verwandlung. Und in der Abenteurerkleidung. Sie fand es dann doch anscheinend ziemlich modisch. Anscheinend zumindest. Na gut. Und dann können wir mal gucken. Die nächsten kosten uns 1, 2, 3.000. Können wir auch noch uns gönnen. Lol. Aber nicht ganz die Summe, die ich gesagt habe, aber, ne. Wobei, 700 sind 3.500. Viertausendvierhundert, 4.500 waren das eben. Okay, und hier geht es nur um Blumen. Bei der fünften Seite. Einmal halt ihre komplette Erdenform, sag ich mal so. Dann einmal ihre Wingsverwandlung. Dann nochmal irgendwie ein sportlicheres Freizeitdress. Als kleine, ja, Blumen auch nochmal. Nochmal eine Wingsverwandlung. Ja, andere Positionen. Also das wäre also. Und ja, das waren halt die Bilder. Ja, und dann fehlen uns jetzt die nächsten 6.000 tatsächlich. Okay. Aber es zieht sich doch ganz gut was da zusammen. Dann lohnt es sich doch immer mal schlussend durch diese Glücksspielautomaten, nenne ich jetzt einfach mal, zu machen. Weil wir dadurch dann immer mal so einen kleinen Zusatz auf unsere Menge kriegen. Gut. Aber jetzt gehen wir zu Griselda, sonst. Zu Faragonda. Sonst. Hä? Doch nicht? Ich hätte jetzt gedacht, wir gehen zu Faragonda. Okay. Auch nicht hier hin. Ah, Moment, war das nicht. Nee, auch nicht. Ich könnte mich gerade sowas von aufregen, dass ich jetzt wieder nicht weiß, wo es hingeht. Aber eigentlich dachte ich jetzt, wir müssen zu Faragonda, aber nicht mal das. Ach nee, Quatsch, wir müssen zum Telefon. Wir sollen ja mit Brandon telefonieren noch. Und ich glaube, dann könnte es angehen, dass es weitergeht. Gut, aber 6.000... Nee, wir hatten 8.000 Sterne, ne? Und jetzt haben wir noch 681. Das ist doch ziemlich happig, die ganzen Sachen freizuschalten. Da lohnt es sich vielleicht ab und an mal das eine oder andere sich zu organisieren. Bereit für die Verabredung mit Brandon? Ich würde sagen, ja, wir haben auch ein tolles Zeit. Wahrscheinlich wird das nicht mal berücksichtigt, weil es wieder eine Cutscene ist. Hast du dich denn wohl gefühlt in letzter Zeit? Das könnte sein. Nein, manchmal denke ich, ich hätte nicht nach Welt. Nee, naja, schon, aber mir geht da so ein paar Dinge durch den Kopf. Klar, ich rede gerne und wenn mich etwas bedrückt, dann will. Ja, klar, ich rede gerne
Und wenn mich etwas bedrückt, dann will ich zuallererst darüber reden. Also, was beschäftigt dich? Es ist einfach schwierig für mich zurzeit. Alles ist so verwirrend. Ich weiß nicht, ob ich wirklich eine Fee bin. Ich meine, ich weiß nicht, wer ich wirklich bin. Wie meinst du das? Ich habe herausgefunden, dass ich nicht von der Erde stamme. Und ich weiß nicht, wer meine leiblichen Eltern sind. Das bedeutet, dass meine Kräfte möglicherweise böse sind. Was ist, wenn ich in Wirklichkeit eine Hexe bin oder sowas? Nein, Bloom. Ich weiß, dass das nicht wahr sein kann. Wie kannst du dir da so sicher sein? Wenn ich nicht weiß, wie meine leiblichen Eltern waren, dann weiß ich auch nicht, wozu ich vielleicht wirklich fähig bin. Tja, du weißt, wer deine Erdeneltern sind. Und du weißt, wer du selbst bist. Ich denke, das ist es, was zählt. Weißt du, Bloom, in der Rote Fontäne-Schule lernen wir, dass die Identität eines Spezialisten in seinem Körper versiegelt ist. Wenn wir zu einem Kampf gezwungen werden, kann der Feind uns zwar täuschen und uns so verwirren, aber an der Roten Fontäne lehrt man uns, wie wir unsere wahre Natur wiederfinden können. Es ist die wichtigste Lektion, die wir lernen. Und jedes Mal, wenn wir die Schule betreten, müssen wir das Passwort 0001 eingeben, um uns daran zu erinnern, dass jeder Spezialist nur über eine einzige wahre Identität verfügt. Ja, ich bin kein Spezialist, also hilft mir das eigentlich gar nicht weiter. Wow, deine Schule hört sich echt toll an. Vielen Dank, Brandon. Was du gesagt hast, wird mir wirklich helfen. Vor allem, darf ich mal ganz kurz anmerken, ich will das Spiel um Gottes Willen nicht schlecht reden, aber ich kann mir diesen Club gegen Brandon nicht angucken. Es tut mir leid. Also Sky, um genau zu sein. Ich kann ihn mir nicht angucken. Die gezeichnete Variante ist um Längen besser. Und ich meine, kommt, selbst Blumen sieht nicht mal annähernd so klubschäugig aus wie er. Also klar auch, aber nicht so krass. Vielen Dank, Brandon. Was du gesagt hast, wird mir wirklich helfen. Keine Ahnung, ist irgendwie... Du wirst sehen, dass es alles stimmt. Du musst lediglich dich selbst entdecken. Tja, ich muss mich gleich wieder auf den Weg zurück zur Roten Fontäne machen. Heute habe ich den Schwertkampf-Einstiegskurs. Oh, okay. Sag mal, feiert ihr an der Roten Fontäne-Schule coole Partys? Weißt du, ich habe da diese Kleid gekauft und ich kann kaum erwarten. Brent, es gibt da etwas, das ich dich fragen wollte. Okay, das ist jetzt schon wieder fast gemein, weil ich mich eigentlich ganz gerne für alles interessiere, so was da jetzt als Antwort käme. Das ist fies. Ich meine, Timer ist schon längst durch, aber trotzdem, das ist fies. Ach, wisst ihr was? Komm. Weißt du, ich habe da dieses neue Kleid gekauft und ich kann es kaum erwarten, es bei einer besonderen Gelegenheit zu tragen. Ist nicht bald der Tag der Könige? Oh Mann, die Zeit vergeht echt wie im Flug, wenn man sich amüsiert. Ich beeile mich besser, sonst verpasse ich noch meinen Kurs. Irgendwie hat ihnen das nicht gefallen, warum auch immer. Na gut. Dann würde ich sagen, geht's einfach im nächsten Part weiter. Von daher, bis uns mal, haut rein. Habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars. Haut rein. Und ciao. Tschüss.